Oh mein Gott, ist das schön hier. Die streichelt gerade einen Löwen. Und ich kann nichts dafür, dass der Gastgeber da zu Hause Löwen hat, aber ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Aber du kannst was dafür, einen Post darüber zu machen und das Ganze zu promoten und das auch noch zu unterstützen. Soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen? Also ich meine, es ist sein Löwen. Was sind das für eine Aussage? Soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen? Darum geht's doch gar nicht. Hi zusammen, ich möchte heute über die Influencerin Georgina Fleur sprechen. Sie hat vor kurzem Videos gepostet von einem privaten Zoo in Dubai und das Ganze promoted und man sieht wirklich Tierquälerei, was da stattfindet mit Löwen, Tigern an Ketten, Eisbären, die im Kreis rumlaufen, wirklich herzzerbrechende Videos und es ist einfach so unverantwortlich, mit so einer Reichweite sowas zu promoten und ja, wir werden uns verschiedene Statements auch von Influencern anschauen, werden da einfach reingehen. Ich möchte mit euch darüber sprechen, denn oft, wenn man solche Videos sich anschaut, fühlt man sich auch irgendwie hilflos oder wütend, man ist wütend. Es bringt auch nichts da, jetzt irgendwie Hasskommentare zu schreiben, es löst eher das Gegenteil aus, aber es ist wichtig, darüber zu sprechen, Aufklärung zu betreiben, denn dadurch schafft man dann Veränderung und hoffentlich wird diesen Influencern dann bewusst, dass sie da einen Fehler eingegangen sind. Aber da, wir werden uns auch noch Georginas Statement anschauen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein, von was spreche ich überhaupt? Ja, let's go. Also hier kann man sehen, den Löwen, den sie streichelt. Sie hat auch noch viele Stories gepostet. Da werden wir auch noch genauer reingehen. Aber man sieht, man erkennt einfach, dass der Löwe total am Ende ist. Wahrscheinlich den ganzen Tag angekettet in der Hitze, auch noch bestimmt unter Drogen gesetzt. Ja, und sowas dann zu unterstützen, zu promoten, geht einfach überhaupt nicht mit so einer großen Reichweite. Es haben sich auch viele Influencer dazu gemeldet, zum Beispiel auch Luisa Delat. Seit so vielen Jahren wird immer wieder frei, zugänglich und kostenlos darüber aufgeklärt, weshalb genau sowas problematisch ist. Liebe Georgina, du und ich und viele andere Menschen mit sehr viel Reichweite tragen Verantwortung. Der wirst du hier nicht gerecht und es wäre ehrlich gesagt am allerbesten, wenn du das Video löscht und dich damit auseinandersetzt, warum hier so viele Menschen empört sind. Ich bin nicht dafür, dass du hier beleidigt wirst. Die Empörung kann ich aber absolut verstehen. Vielleicht ist dir das alles auch egal, aber dann wärst genau du ein Teil des Problems. Super Kommentar da von Luisa Delat. Trifft es genau auf den Punkt. Es bringt jetzt nicht, hier Hass zu streuen und ja, wütend zu werden, sondern einfach ja, darüber aufzuklären. Konstruktive Kritik ist wirklich die Herangehensweise und das zu nutzen, um wieder über so Missstände und Tierquäler aufzuklären. Man sieht in den Kommentaren, dass wirklich alles Kritik ist und die Leute empört sind, was gut ist, denn das heißt, dass schon sehr viel Aufklärung geschehen ist, der Großteil weiß Bescheid und eigentlich sollte man allein schon, ohne jetzt da richtig viel aufgeklärt zu sein, schon erkennen, dass das nicht richtig ist, aber bei manchen braucht man dann noch so einen Push und so oder manche Leute wollen es auch nicht verstehen und ich fände es auch so krass, was sie da geschrieben hat, also einfach thank you, ich kann es nicht aussprechen, Albu Geish Jungle Zoo, for having me at your beautiful zoo with your beautiful animals at this beautiful iftar, such a beautiful experience. Nein, das ist Tierquälerei. Die Tiere sind angekettet, traumatisiert, laufen im Kreis. Einfach absolutes No-Go. Und wenn man dann auch mal auf den Account klickt, den sie verlinkt hat, also diesen Zoo, dann fällt mir gleich mal auf, da könnte ich schon, kriege ich es kotzen, Animal Shelter. Das ist kein Animal Shelter. Boah, da ist der Puls wirklich auf 180. Also, natürlich ist nur eine Kategorie auf Instagram, aber trotzdem, das macht mich richtig wütend, dann solche Videos zu sehen, dieses Posing vor Wildkatzen, absolut ekelhaft. Oder auch das hier. Also, was soll das? Also, es geht einfach nur hier um Klicks zu machen, bekannte Leute da irgendwie anzulocken. Ja, einfach No-Go.
Auch der Account hier, der hat irgendwie mehrere Tiger, Löwen. Ich kenne diese Person nicht, aber einfach, ja, ist richtig schrecklich. Kann ich nicht verstehen. Wehe den Menschen, wenn nur ein einziges Tier im Weltgericht sitzt. Das ist sehr guter Kommentar. Also grausam. Also in der. Also, boah, da muss ich echt zusammenreißen. Ne, also Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Kann ich absolut nicht nachvollziehen, wie man da nicht auch drüber nachdenkt, wenn man so etwas veröffentlicht, was das für Auswirkungen hat. Sie hat da bestimmt den ganzen Tag verbracht oder mehrere Stunden und muss doch die Tiere gesehen haben, wie sie darunter leiden. Die ganze Zeit im Kreis laufen, angekettet zu sein, das kann doch. Also, mir ist es echt schwer verständlich, wie man dann sagt: Okay, ja, ich mache jetzt einen Post, ich promote das, ist bestimmt eine gute Sache. Als nächstes würde ich mit euch ihr Statement dann anschauen, denn sie hat gestern auch schon eine Story da, zu veröffentlicht nach der Kritik. Leider ist es nicht so angekommen, wie man gehofft hat, und das Video ist auch immer noch online. Das ist Georginas Antwort auf die Kritik. Meine Lieben, ich habe ganz viele böse Nachrichten und Kommentare und DMs von euch erhalten. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe 24 Stunden darüber nachgedacht, was ich sagen soll und ob ich was sagen soll dazu. Hey, gebt mir doch einfach mal schickt mir doch mal konstruktive Kritik und Lösungsvorschläge anstatt Beleidigungen. Ich habe unter anderem Nachrichten wie ich spuck auf dein Grab und. Also erstmal, Georgina, ich bin mir sicher, du hast sehr viele konstruktive Kritik bekommen. Also wenn man die Kommentare sich anschaut, ist sehr viel gute Argumente dabei und die das genau auch erklären. Aber da wird dann auch nicht drauf reagiert, sondern es wird dann natürlich das wieder so abgestempelt als Hass. Und natürlich, ich kann mir schon vorstellen, dass natürlich auch Hasskommentare dabei sind und auch, wie sie sagt, heftige Nachrichten, was überhaupt nicht geht. Also Morddrohungen und so weiter und solche Sachen, ich spucke auf dein Grab. Absolutes No-Go, egal was sie jetzt da gemacht hat. Das rechtfertigt niemanden, so etwas zu schreiben. Das geht nicht. Das ist klar. Aber ich bin mir sicher, sie hat sehr viel konstruktive Kritik bekommen. Aber sie will das nicht irgendwie. Ja, sie stempelt es einfach so ab und sagt: Ja, das war, ihr seid alles nur Neider oder ihr seid alles nur Hater. Ich kümmere mich nicht darum. Ja, das ist nicht optimal. Ich will dich töten und so. Ich habe wirklich Morddrohungen bekommen, weil ich gestern Abend ein Video mit einem Tiger gepostet habe. Ich war gestern Abend eingeladen zum Dinner und ich kann nichts dafür, dass der Gastgeber da zu Hause Löwen hat. Aber ich wusste auch nicht, was ich machen soll. Ja, du kannst nichts dafür, dass der Gastgeber Löwen hat, oder angekettete Löwen, aber du kannst was dafür, einen Post darüber zu machen und das Ganze zu promoten und das auch noch zu unterstützen und Leute dazu inspirieren, auch in solche privaten Zoos zu gehen. Das ist der Fehler. Es ist natürlich nicht deine Verantwortung, dass der da Tiger angekettet hat. Aber das Posting, das ist dein Fehler. Und das, warum gestehst du das nicht ein? Soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen? Also ich meine, es ist sein Löwen. Was sind das für eine Aussage? Soll ich den Löwen mit nach Hause nehmen? Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch darum, dass du sowas nicht unterstützt. Er hat ihn bei sich zu Hause und hat mich zum Essen eingeladen. Ich wusste nicht, auf was ich mich einlasse, was da auf mich zukommt. Ich wollte noch was sagen. Übrigens, wie wäre es, wenn ihr erstmal vor eurer eigenen Haustür kehrt, bevor ihr mich hier irgendwie beleidigt und angeht? Also es ist bestimmt keine Lösung, mir Morddrohungen zu schicken und mir zu schreiben, also ich habe bestimmt 1000 Morddrohungen. Ja, es ist keine Lösung, Morddrohungen zu schicken, und da distanziere ich mich auch voll. Das ist auf gar keinen Fall. Aber sie hat sehr viel konstruktive Kritik bekommen, auch in den Kommentaren unter dem Post, und hat aber nichts dabei gelernt. Sie hat nicht den Punkt verstanden, was der Fehler war. Sie sagt jetzt: Ja, kümmert euch mal um euer eigenes Zeug, aber es geht doch darum, dass du so eine große Reichweite hast, und mit dieser Reichweite kommt ganz viel Verantwortung, und das hat sie immer noch nicht verstanden. Morddrohungen erhalten seit gestern. Also die Leute, die mir Morddrohungen geschickt haben, die werden alle blockiert
Und ich gucke mir das an, ich möchte solche Leute nicht haben, die mir folgen, die so agieren. Und ich habe noch nie ein Haustier gehabt. Ich habe auch keine Haustiere, also ich habe noch nie ein Leio gehalten oder bin auch nicht dafür verantwortlich. Und ich habe auch nicht gesagt, dass ich das unterstütze. Hast du aber, du hast das Ganze unterstützt mit deinem Posting, mit deiner Reichweite, automatisch. Du warst dort erstens und dann hast du da noch darüber berichtet in einem positiven Sinn. Mit einer positiven Message. Beautiful Zoo, beautiful animals. Ai. Und ja, genau. Alle Leute, die mir Mutterungen und böse Nachrichten geschickt haben, werden definitiv blockiert. Und die 8000 Follower, die ich seit gestern verloren habe, die möchte ich auch nicht mehr zurückhaben. Danke, bleib bitte weg von meinem Profil, weil ich möchte solche hasserfüllten, bösartigen, neidischen Menschen nicht in meinem Leben. Und auch nicht auf. Das hat nichts mit Neid zu tun. In meinem Instagram haben. Ich fand es übrigens auch etwas befremdlich, dass die Tiere so an den Ketten dran waren. Aber ich habe gefragt, die Tiere leben nicht an den Ketten, sondern die haben große Käfige, die haben große Gehege. Nein, das hat sie jetzt nicht gesagt, oder? Das hat sie jetzt nicht gesagt. Nein, die Tiere leben nicht an Ketten, die haben große Gehege. Ja, man sieht definitiv, dass es den Tieren da gut geht. Ey, was ist denn los mit Georgina? Ist wirklich total verblendet. Er lebt in ihrer eigenen Welt. Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Und dann auch noch zu sagen, ja, es kam mir auch komisch vor, dass die Tiere an Ketten waren, habe ich auch nicht verstanden, aber ich habe dann nachgefragt und die sind normalerweise in großen Gehegen. Hast du dich da mal umgeschaut? Wir waren ja nicht dort, aber das sieht man doch, dass den Tieren da nicht gut geht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie da mehrere Stunden am Tag an diesen Ketten sind für Fotos, um einfach ausgebeutet zu werden für das Influencer Fotos und Videos damit posten können und Klicks machen. Also wirklich Abschaum Content. So wie auch in deutschen Zoos. In deutschen Zoos sind auch Tiere eingesperrt und attackiert ihr die auch so, schickt ihr denen auch Morddrohungen? Wie gesagt, Morddrohungen, absolutes No-Go. Und mit deutschen Zoos, ja, deutsche Zoos sind auf gar keinen Fall gut. Aber ich glaube, das ist nochmal ein Unterschied zu deutschen Zoos und zu privaten Zoos. Wo, also, wenn man sich die Aufnahmen anschaut, es gibt auch sehr schlimme Konditionen in deutschen Zoos, aber das ist nochmal was anderes. Weiß ich nicht. Also kehrt erstmal auf eure eigenen Haustür. Die waren gestern angekettet, was nicht in Ordnung ist. Aber die leben nicht an der Kette, sondern die haben Käfige, die haben Gehege und die laufen auch rum. Super. Bei einer Hitze von über 30 Grad mit kleinen Gehegen nicht optimal. Ja, das war das Statement von Georgina, nicht wirklich reflektieren leider, Post ist auch immer noch online. Jetzt gehen wir zu dem Video von Ayosha über, er hat auch ein Video drüber gemacht. Das möchte ich mit euch noch anschauen und meinen Input geben. Einmal über diese Bilder sprechen. Oh mein Gott, ist das schön hier. Also das auch mit dem Eisbären, der da im Kreis läuft bei einer Hitze von über 30 Grad. Ich konnte es nicht fassen. Die streichelt gerade einen Löwen. Boah. Schaut in die Augen von diesem Cheetah. Man erkennt dieses Tier nicht wieder, wenn man die in die. Ich habe die schon in Afrika im Masai Mara Nationalpark in der Wildnis gesehen. Ganz anderes. Die haben richtiges Leuchten in den Augen, wenn sie frei in der Wildbahn sind. Hier ist einfach verloren. Also dieses Tier ist nicht wiederzuerkennen. Wow. Die Person, die das hier gepostet hat, heißt Georgina Fleur, ist eine Person des öffentlichen Lebens, hat viel Reichweite, lebt in Dubai und hat anscheinend einen Privatzoo besucht. Hat dort die Tiere gefilmt und alles gelobt und gesagt, wie schön das aussieht. Und diese Videos haben in mir wahrscheinlich das ausgelöst, was sie in vielen ausgelöst haben. Mhm. Nämlich Verzweiflung, Wut, Trauer. Denn mit dieser Reichweite geht, ob wir es wollen oder nicht, viel Verantwortung einher. Genau. Und das, was wir da sehen, ist Tierquälerei. Eisbären, die eingesperrt sind auf kleinstem. Also wirklich, schau dich das mal an. Ja, wenn es die Mittagssonne hier runterknallt, auch der Untergrund, das erhitzt sich so, die Steine alles.
Wahnsinn. Und da läuft er hier den ganzen Tag wahrscheinlich im Kreis rum und dann kommen da irgendwie, ich habe da auch schon Videos gesehen, wo dann die Influencers hier den Bären, Eisbären füttern und so weiter. Warte, wir schauen mal kurz, wo war das? Hier schaue ich das an. That broke the door of his Lamborghini. Y'all gonna see the video, man. It's crazy. 500 million views, right? 500 million. Ja, wow. Super, 500 million views. Yay, ich unterstütze Tierquälerei. Bin so cool. Was ist es? Was ist es, Leute? Wow, bro. That's crazy. Das kann doch nicht deren Ernst sein. Oh, sorry, dass ich ein bisschen wütend bin, aber ich glaube, es jedem geht so. Aber ja, wichtig, Aufklärung ist die Lösung, Aufklärung zu schaffen, konstruktive Kritik. Man sieht einfach schon, dass das Thema sehr präsent ist, dass man da nicht mehr so einfach davon kommt, wenn man so etwas unterstützt. Und dass die Leute einfach direkt schreiben, das geht so nicht, das akzeptieren wir nicht mehr und das ist wichtig. Im Raum, im Kreis laufen, offensichtlich verhaltensgestört und abgemagert sind. Wildkatzen, ja, die angekettet sind, damit wir sie streicheln können, sich kaum bewegen können. Zoos sind nichts anderes als Tiergefängnisse. Und der Grund, ja, warum sie existieren, ist, weil wir in einem kapitalistischen System leben, in dem wir systematisch Tiere ausbeuten. In dem wir es geschafft haben, uns über alles zu stellen, Tiere auszubeuten, nur weil wir es können und weil wir Profit in ihnen sehen. Nicht mehr das, was sie eigentlich sind. Lebewesen, die empfindsam. Die Menschen, die sowas unterstützen in solchen Zoos, haben echt so diese Essenz verloren, dass das Lebewesen sind, die auch Gefühle haben, die Schmerzen fühlen und so weiter. Die realisieren das gar nicht mehr. Die stellen sich einfach so über die Tiere und denken, das wäre ihr Besitz. Sind und die genau wie unsere Tiere zu Hause leiden, wenn man sie einsperrt. Und das, was sie mit den Videos macht, ist Tiergefängnisse zu normalisieren. Sie hat unter dem... Ja, guter Punkt von Ayoshua, da habe ich noch gar nicht dran gedacht, dass sie, ja, sie normalisiert Tiergefängnisse, Tiere in Gefangenschaft, auch Wildtiere in Gefangenschaft, dass das normal ist. Ich habe jetzt da viel drüber gesprochen, okay, sie unterstützt das ganze Konzept, das macht sie auch, aber sie normalisiert es auch, sehr wichtiger Punkt. Sehr gut von Ayosha. Im Video berechtigterweise sehr viel konstruktive Kritik bekommen. Ich habe auch was geschrieben, ich habe ja auch privat geschrieben. Hm. Das, was in uns oft Frust auslöst bei solchen Videos, ist nicht nur die Tatsache, dass es sich um Tierquälerei handelt, sondern die Art und Weise, wie mit konstruktiver Kritik umgegangen wird. Es wird meist als Hass, als Shitstorm oder als Neid diffamiert. Und so. Genau, das haben wir ja auch bei ihrem Instagram-Story-Statement gesehen. Dieses, ja, ich habe nur alle Hassnachrichten bekommen, ich möchte euch gar nicht auf meinem Profil haben. Die ganzen Neider, geht alle weg, dann sich zu rechtfertigen, dass sie gar nichts dafür kann. Somit runtergespielt. Man inszeniert sich sozusagen als Opfer einer selbst ausgelösten Situation. Und es ist natürlich leichter, sich als Opfer zu inszenieren und andere Menschen einfach als Neider abzustempeln, als sich inhaltlich mit Kritik auseinanderzusetzen. Und mir ist durchaus klar, dass sie diese Videos im Zweifel nicht in böser Absicht gemacht hat. Das ändert aber nichts daran, wie wir am Ende damit umgehen. Wir können jetzt unendlich viele Kommentare darunter schreiben, wir können das Video melden, wir können alles. Inzwischen ist ihr Profil auf privat gestellt, wie vorhergesehen. Okay, ja, zu diesem Zeitpunkt, einen Tag, 17 Stunden später, ist das Profil wieder öffentlich und auch das Video immer noch da. Das Mögliche tun, um uns das Gefühl von Kontrolle zurückzugeben, weil das, was in uns Frust auslöst, ist die Machtlosigkeit, die wir vermeintlich haben. Ich sehe das aber etwas anders. Wir können diese Situation für uns nutzen und vor allem für die Tiere nutzen, indem wir... Ja, das sehe ich auch so. Also vor allem, weil da jetzt so viel Aufmerksamkeit drum geht und wir können jetzt noch mehr Aufklärung schaffen, noch mehr Menschen dazu inspirieren, mit artgerecht ist nur die Freiheit und dass Tiere auf gar keinen Fall so gehalten werden sollten. Auf das Thema, das zugrunde liegende Thema aufmerksam machen. Das bedeutet, arbeitet euch nicht an dieser Person ab. Sie ist ein gutes Beispiel dafür, was in dieser Gesellschaft falsch läuft. Ja, aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie darauf reagiert und irgendwas ändert, ist relativ gering. Wir können versuchen, sie darauf hinzuweisen. Ich glaube, am Ende des Tages ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass sie Aufmerksamkeit möchte. Also lasst uns das Momentum nutzen und Menschen darüber aufklären, warum Zoos unfassbar grausam sind.
Genau, das ist der Punkt. Hammer, Joshua. Deswegen mache ich auch gerade das YouTube-Video, damit es noch mehr Menschen erreicht und würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr das ganze Video liked, teilt und verbreitet. Ja, damit wir einfach mehr Menschen dazu inspirieren und dass es Leute endlich verstehen, wenn man solche Aufnahmen sieht, dass das nicht in Ordnung ist. Warum Zoos nichts anderes sind als Tiergefängnisse. Alles, was wir an Gründen vorschieben, warum Zoos vermeintlich toll sein sollen, nämlich Artenschutz oder Aufklärung, sind alles. Unterstützt wirkliche Artenschutzprojekte und Organisationen, nicht Zoos. Die haben nämlich fast gar nichts mit Artenschutz zu tun. Vorgeschobene Gründe, um unser Handeln weiter zu rechtfertigen. Und warum wollen wir das weiter rechtfertigen? Weil wir Tiere weiter kapitalisieren wollen und weil es unbequem ist, Dinge aufzugeben, die uns Spaß bereiten, die wir gelernt haben, die für uns normal sind. Ich bin auch als Kind gerne in den Zoo gegangen. Aber hätte man mir damals als Kind erklärt, was ich da eigentlich sehe und dass ich meine eigenen Bedürfnisse, diese Tiere zu sehen, über das Wohl der Tiere stelle, hätte ich als Kind niemals zugestimmt. Denn ich wollte, dass es den Tieren gut geht. Und ich habe angenommen, dass es den Tieren gut geht. Kinder können Tiere nur im Zoo kennenlernen. Es gibt unzählige Möglichkeiten für Kinder, mit Tieren in Kontakt zu kommen und etwas über sie zu lernen, ohne dass sie dafür Tiere in Zoos eingesperrt werden müssen. Beispielsweise bei Entdeckungsreisen durch heimische Natur oder Besuch eines Lebenshofs. Genau, geht mit euren Kindern in Lebenshöfe und nicht in Zoos. Und ich weiß, dass sie Kinder hat. Ich frage mich also, welche Werte möchte man als Mutter seinem Kind vermitteln? Dass es okay ist, Tiere einzusperren, weil wir es können? Dass es okay ist, Macht auszuüben über andere Lebewesen, weil wir es können? Oft ist es so, dass wir Menschen erst Dinge besser nachvollziehen können, wenn wir selber betroffen sind. Wenn wir zum Beispiel körperliche oder verbale Gewalt erfahren, wenn wir uns selber machtlos fühlen oder vielleicht unsere Kinder dem ausgesetzt sind, weil sie in der Schule gemobbt werden und wir uns machtlos fühlen. Wenn wir das jetzt übertragen auf Tiere, die gefangen sind und keine Möglichkeit haben, sich zu äußern, außer wenn wir ihnen eine Stimme geben, wenn wir versuchen. Yes, lasst uns gemeinsam wirklich den Tieren eine Stimme geben. Das ist alles, was man tun kann. Wir müssen einfach schauen, okay, was können wir beeinflussen in unserer Macht, was steht in unserer Macht, was wir tun können, weil sonst macht es einen sehr kaputt, wenn man diese Tierquälerei sieht. Denn man kann einfach sein Bestes versuchen, in seinem eigenen Kreis etwas zu verändern und bei sich selbst und dadurch Leute zu inspirieren, Aufklärung zu schaffen, damit das hoffentlich bald ein Ende hat. Und andere Menschen aufzuklären, diese Systeme nicht mehr zu unterstützen, Zoos zu boykottieren, den Yes. Konsum tierischer Produkte zu hinterfragen. Das alles hängt zusammen. Denn ja, auch die Tatsache, dass wir tierische Produkte konsumieren und Tiere in einer Skala ausbeuten, die kaum vorstellbar ist. 72 Milliarden Landtiere werden jährlich geschlachtet. Das ist fast das Crazy. Zehnfache der gesamten Menschheit. Und die Tatsache, dass wir das normalisiert haben und dreimal am Tag auf unserem Teller Tiere landen, die uns nie etwas getan haben, außer in die falsche Spezies geboren zu werden, weil wir es so gelernt haben, weil es für uns so normal ist, hängt direkt damit zusammen, dass wir auch denken, dass es okay ist, Tiere einzusperren, um sie zu begaffen. Und natürlich ist das am Ende auch Kapitalismuskritik, weil Zoos am Ende vor allem eins wollen: Geld verdienen. So Ja. wie wir alle. In diesem System ist es kaum möglich, nicht auszubeuten. Und wir sind als Individuen auch nicht schuld an diesem kompletten System. Aber wir können dazu beitragen, dass wir es dekonstruieren. Wir können dafür sorgen, dass wir nicht aktiv dazu beitragen, dass es schlimmer wird oder so bleibt. In diesem Sinne, bitte, bitte teilt dieses Video, weist andere Menschen darauf hin, klärt auf, gebt diesen Personen keinen Raum mehr. Menschen, die bereit sind, Fehler einzusehen. Und hey, wir alle haben Fehler gemacht. Ich habe Fehler gemacht, ich mache noch Fehler. Wir lernen aus Fehlern. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ja, also das ist ganz normal. Jeder macht Fehler. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie ein bisschen damit anders umgegangen wäre mit der Kritik und mehr Verständnis gezeigt hätte und Sachen hinterfragt. Hat sie ja. Aber sie hat immer noch nicht Verantwortung übernommen für den Fehler und daraus etwas gelernt. Und das, was ich aus den Kommentaren entnommen habe, ist, dass das nicht das erste Mal war und wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal. Bitte gebt den Tieren eine Stimme. Jeder Regen fängt mit einem Tropfen an. Sehr gutes Video von Ayosha. Lasst da mal Liebe da, teilt das auch und verbreitet das, würde mich freuen und gibt den Tieren eine Stimme.
Ja, Wahnsinn. Jetzt nochmal so zusammengefasst, Georgina, ich würde mir wünschen, du wirst wahrscheinlich das Video nicht sehen, aber dass du einfach nochmal reflektierst, dass natürlich du nicht die Verantwortung hast, dass da jetzt Tiger und Löwen und Eisbären in dem Zoo sind, sondern aber, dass du das unterstützt hast mit deiner Reichweite und das ist deine Verantwortung. Und meiner Meinung nach die beste Reaktion wäre gewesen, das Video runterzunehmen und sich für den Fehler einzugestehen und zu sagen, okay, das war nicht richtig, man sollte Tiere in Gefangenschaft nicht unterstützen. So einfach wäre das gewesen. Ein bisschen Reflexion und ja, schade. Sehr, sehr schade. Und ja, zum guter Letzt würde ich mit euch das Video von Pikachu anschauen. Er hat auch einen Song drüber gemacht. Das bringt es nochmal gut auf den Punkt. Oh mein Gott, ist das schön hier. Oh mein Gott, I want to cry. My daughter, she loves bears. Sind wir das gleiche, Georgina? Denn ich sehe Leid und schon wieder wird es Zeit für das Thema, wenn man keine Empathie hat. Dann hör wenigstens auf Follower, die schreiben, was du postest, ist scheiße. Denn jede Kette um den Hals, jeder Käfig, an dem du lachst, zeigt, dass es für dich Gänsehaut. Ist. Du siehst ein Bär, der nur hofft auf seinen Frieden und sagst, wie schön, meine Tochter wird es lieben. Georgina, ganz egal, wie du auch lebst, es geht darum, was du isst, bitte an Werte weitergibst. Georgina, dieser Zoo ist dein Seelenkrab, ganz egal, was er dir auch immer geben mag. Georgina, bitte bleib weg von den Tieren. Und lass ihn bitte einfach ihren Frieden. Und auch wenn's schwerfällt, denk daran, bei aller Wut hasse nicht den Menschen, hasse nur das, was er tut. Hammer Song von PK, so richtig gut auf den Punkt gebracht. Lass da auch ein bisschen Liebe da, supporte das. Und ja, hasse nicht den Menschen, hasse nur, was er tut. Also ich bitte euch da auch nochmal darum, da keine frauenfeindlichen Kommentare oder Nachrichten zu schicken oder Morddrohungen. Auf gar keinen Fall, das geht nicht. Konstruktive Kritik und Aufklärung. Damit verändern wir was. Und ja, artgerecht ist nur die Freiheit. Schreibt mir gerne in den Kommentaren eure Meinung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.